Das passt nicht. Klar, es ist plötzlich so groß. Nicht ganz, ne? Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich weiß nicht, wo das liegt. Ich hab ein Flugschiff. Ich habe ein Flugschiff! Kann ich es legen? Ma'am, Sir. Ich kann. Okay. Ich kann nicht lenken. Okay. Erledigt. Sieht aus, als könnte man mit dem nicht mal mehr eine Tasse Tee warm machen. Hey, was habt ihr denn alle? Schweig nicht so betreten vor euch hin. Diesen dritten Tenor sind wir jetzt auch los. Wie wär's also mit ein bisschen Freundjubel? Das Südentor ist wohl für eine Weile außer Betrieb. Problem, habe ich etwas Schlimmes getan? Ach was, die Lindblumschen Ingenieure haben das Tor im Nu wieder repariert. Alles bestens. Gar nichts ist bestens. Das Schiff fliegt gleich auseinander und vom Südentor rede ich jetzt gar nicht. Wie konnte ich nur in so etwas verstrickt werden? Gemeinsame Sache mit einem Räuber. Basti. Oh, jawohl. Ich wollte euch nicht in all das hineinziehen, aber ich bin froh, dass ihr hier seid. Ich danke euch. Prinzessin, was redet ihr da? Ich bin eures Dankes nicht wert. Stimmt, bist du nicht. Jetzt geht es Deck schrubben. Mein Schluss steht fest. Bis der Tag unserer Rückkehr in das Schloss kommt, weiche ich nicht von eurer Seite. Dadurch bist du sicher, dass du das willst. So wie der sich anhört, bleibt er bis ans Ende aller Tage an dir wie eine Klette kleben. Danke, Prim. Da vorne ist schon das vor der Tor Lindblums. Ist das Schloss von Lindblum? Welche gewaltige Ausmaße? Das liegt daran, dass die gesamte Stadt sich im Inneren des Schlosses befindet. Okay, das ist cool. Wenn wir in Lindblum angekommen sind, dann ist das wohl die Endstation meiner Reise mit Tadurchen. Oh. Schade, wo wir uns doch schon so nah waren. Preen? Ich und diese schwarze Magier, oder wie die hießen. Glaubst du, ich bin einer von denen? Nein, du bist besser. Du bist besser als die. Weißt du, Blondie, was redet ihr denn da? Ich weiß ja nicht genau, was es ist, das euch so sehr zu denken gibt, aber... Nein? Ihr seid ihr, Meister Blondie, und die sind die, oder irre ich mich etwa? Warum nehmt ihr euch das überhaupt so zu... Wahnsinn, da hat der Alte ja sogar mal recht. Was auch immer kommen mag, Blondie. Bleibt Blondie, oder? Ja! Okay. Los, Blondie, wir gehen ans Deck. Hallo! Sich Lindblum von Deck aus anzuschauen, ist ein Anblick sondergleichen, glaub mir. Los, schnell, wir sind schon fast am Himmelsdrachentor, dem Haupttor Lindblums. So eine Stadt im Real, mit Flugschiff. Ich will. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Warte, weiß ich nicht. Dididi. Ein gemütlicher Flug. Das Schloss ist auch gar nicht beängstigend. Überall Flugschiffe, ey. Kann man das eigentlich zu Fuß erreichen? Schloss Metropolis Lindblum. In der Stadt der Träume. Das ist aber ein riesiges Schloss. Sogar noch größer als das Schloss von Alexandria. Genau so ist es, Blondie. In Lindblum wurde eben schon immer geklotzt, nicht gekleckert. Nicht zu glauben, inmitten des Schlosses gibt es einen Luftschifflandeplatz? Hier hätte selbst Königin Brains Rote Rose ohne weiteres Platz. Du scheinst hier schon mal gewesen zu sein, oder Tadurchen? Ja, als Kind war ich hier einige Male, aber heute ist das erste Mal seit dem Tod meines Vaters. Na, wer sagt's denn?
Dann nahm auch schon der Empfang, liebste Prinzessin. Dieses Frachtschiff scheint aber auch schon mal bessere Tage gesehen zu haben. Mein Name ist Garnet Till Alexandros, Prinzessin von Alexandria. Ich bin hier, um eine Audienz bei seiner großherzoglichen Exzellenz zu erbitten. Ich bitte euch, ihr beliebt zu scherzen. Eine Prinzessin reist nicht in so einer Klapperkiste. Und außerdem würde ihr eine Prinzessin doch nicht in Begleitung solch zwielichtiger... Was fällt dir ein? So eine Unverschämtheit! Die Prinzessin reist inkognito, um keine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Nun, wenn dem so ist, so führt ihr doch sicherlich etwas mit euch, das euch als Prinzessin ausweist. Ja. Diese Kette. Die Drachenkralle. Nein, sie ähnelt ihr, aber die Form unterscheidet sich etwas. Ruft sofort Minister Obertar! Minister Obertar! Minister Obertar! Nur weil so ein tump aussehender Kerl, wie das bei uns ist, hegen sie Verdacht gegen uns? Naja, wobei man allerdings auch nicht behaupten kann, du siehst so aus, als hättest du die Weisheit mit Löffeln gefressen. Kerl! Minister Obertar, was geht hier vor? Minister, ein paar überaus zwielichtige Gestalten wünschen eine Audienz bei seiner Exzellenz. Doch das ist nicht alles, sie sind im Besitz einer Kette, die der Drachenkralle überaus ähnelt. Ich übernehme unsere Gäste, ihr dürft euch zurückziehen. Sehr wohl! Minister Obertar, ich bitte den unangemessenen Empfang eben zu entschuldigen, Prinzessin Garnet. Das war Garnet so unser Stil. Bitte folgt mir, seine Exzellenz erwartet euch schon ungeduldig. Sie wussten, dass wir kommen? Ich will mich umgucken! Ich will nicht mehr lesen! Lese ist anstrengend! Müdigkeitslevel 3000. Ich stehe unter der Dusche und dachte mir, ich fahre zum Glück mit dem Auto zur Arbeit. Ja, zu Hause und Feierabend, aber gut. Läuft. Läuft bei dir. Dachte, es regnet. Jubiläum zum 500-jährigen Bestehen des Großhexenzugs, angefertigt von Bildhauer Roland. Der Roland, wer kennt ihn nicht? Hier geht's zur Lufttaxe. Genau da will ich hin. Was ist eine Lufttaxe? Hey, du sag mal, du weißt nicht zufällig, wo es ist? Doch, es liegt im Haupthanger. Ach so, vielen Dank auch. Wie ist das? Spielst du Karten? Normalerweise verfährt das Offizier Sebor die Werft niemals. Aber das Frasche ist ein ganzer Stolz und bringt wohl viele Erinnerungen. Läuft bei ihr. Läuft richtig bei ihr. Lufttaxe. Ja, ich will nicht hin. Ich gehe jetzt erstmal. Sie ist müde. Das lässt man noch gerade so mit dir durchgehen, ja? Es war ein sehr spannender Tag. Will wohl gerne weitermachen. Ich habe natürlich im Homeoffice während meiner Arbeit nur gearbeitet. Ich habe auf jeden Fall nicht die Thumbnails für mein Minecraft gemacht oder mein Video zu Ende geschnitten, oder? Ich bin mir gerade ein kleines Verschnauferle. Aber das siehst du ja. Kann ja also Schnuspiepe sein. Aber höre, was ich zu sagen habe. Nun schau doch nicht so genervt. Meine Weisheiten teile ich ja schließlich nicht mit jedem. Ich gehe davon aus, er teilt seine Weisheit mit jedem. Den Worten anderer zuzuhören ist von großer Wichtigkeit. Das kannst du mir ruhig glauben. Also es war damals, als ich so um die 27 war. Okay. Spielt die Karten? Ich suche noch einen Kartenspieler gegen mich. Ich habe jetzt hier eine fünfte Karte. Ich weiß null, wo es lang geht. Kiste. Kristallarmreif. Na komm. Wenn schon. War klar, dass er es kann. Kann er auch wenn schon? War der Weihrauch? Ach genau! Ash Ketchum. Cool, spiel mir 50. Hebe auf, ich fange an. Mit dem. Ja, nein. Zack. Kristallarmreif mit. Oh, warte, jetzt habe ich vergessen. Genau, erstmal Eis erlernen, dann geht's weiter.
brauche dringend mal ein Training, damit ich sozusagen die AP erstmal voll kriege von den ganzen Sachen. Das ist dann so lästig. Hallo Mori! Ete, hebe ich mir auf für später. Speichern, Kubo, speichern! Speichere, Kubo! Ja, bitte, Kubo! K-U-P-O-O! Ja, Geld habe ich genug. Geld habe ich auf jeden Fall genug. 20.000 fast. Ja, brauche ich nicht. Ist alles in Ordnung. In Ordnung, Lee. Ist das so? Nee. Bekam eine Nachricht von einer Freundin. Ich habe eine Lösung für dich. Verlieb dich in deine Probleme. Vielleicht verlassen die dich dann auch. Danke, ne? Wieso danke? Warum? Hä? N, du weißt ja. Okay. Warum? Ich weiß, okay, N, ja. Ah, ja, ich weiß. Was war mit ihr? Hä? Hat sie die Nachricht geschrieben? Sie hat es geschrieben. Oha, du, aber soll nicht böse klingen, das Beste, was hier passieren kann. Na nur, das soll nicht gleich den Kopf hängen. Ja, ich hab nicht zugehört, tut mir leid. Bei Matrosin. Ich heiße Elin. Ein Hübscher, also jetzt, wo wir besser kennen, können wir ja mal essen gehen, oder? Hä, echt jetzt? Hallo? Ma'am? Okay. Boah, glaub, du bist müde. Okay, ja, ich geh mal einen schönen Abend noch. Hä? Warum? Nix schönen Abend noch. Umfunken ist der Zutritt verboten. Nein, bleib mal hier. Ist gemütlich. Hab ich mir sagen lassen. Hallo? Dieser Aufzug verbindet die drei Stockwerke des Schlosses miteinander. Im Erdgeschoss fährt eine Lore, mit der man zum Hafen und zum hinteren Schlosstor gelangen kann. Über den Hafen und durch das hintere Tor konnte man auch ohne Luftschiff in das Schloss gelangen. Okay. Aber seit der Nebel aufgetaucht ist, sind beide gesperrt, da eine Passage zu gefährlich ist. Darüber befindet sich das erste Stockwerk, in dem ihr mit dem Frachtschiff vorhin angelegt habt. Vom ersten Stockwerk ist es auch möglich, mittels der Lufttaxe in die Burgstadt zu fliegen. Und im zweiten Stockwerk schließlich befindet sich das Gemach seiner Exzellenz sowie der Konferenzraum. Seine Exzellenz und ich sind meist dort zu finden und Zutritt erhält man nur mit seiner Erlaubnis. Du Tadoshin, was ist denn dieser Herzog Zitzo für einer? Da ist der alte Final Fantasy Gag. Ich bin ja in Limblum zu Hause, aber bis heute habe ich den kein einziges Mal zu Gesicht bekommen. Das ist das Einzige, was mir bleibt. Probleme und Tollpatschigkeit. Nein, Probleme nicht. Du hast viele Sachen. Mich zum Beispiel. Großherzog ist ein Mann, der immer seinen einen Schritt vorausdenkt. Er mag gewiss auch seine Macken und Eigenannahmen, aber er war Vaters bester Freund. Ich hoffe nur, dass der Großherzog ein offenes Ohr für mich haben wird. Keine Sorge, der wird dir schon zuhören und wenn ich ihn dazu zwingen muss. Wir erreichen in Kürze das zweite Stockwerk. Ja, da dauert noch 10 Minuten die Fahrt. Eure Exzellenz, Prinzessin Garnet aus Alexandria ist hier, um von euch zu empfangen zu werden. Ich kann gar nicht mehr reden. Basti, wo ist deine Exzellenz? Wo ist der Großherzog? Sein Thron ist jedenfalls leer. Nanu? Aber das... Zip, zip. Zip, zip. Seid willkommen, Zip. Eine... Eure Exzellenz? Welche Unverschämtheit, Zirp! Was? Was denn, Tadoshin? Ich dachte, du triffst diesen Zirp nicht zum ersten Mal. Aber Moment mal, das ist doch eine Juckzirpe.
Auch die Juxhippen sind im Lindblumen ziemlich groß. Was soll dieses lächerliche Groteske uns bei einer Audienz eine Juxhippe vorzusetzen? Behandelt man in Lindblumen etwa so? Staatsgäste! Die Prinzessin hat ihr Leben aufs Spiel gesetzt, um es bis hierher zu schaffen. Und nun diese beleidigende Farce hier? Das ist ja wohl der Gipfel der Respektlosigkeit! Bitte, so beruhigt euch doch. Das ist seine Exzellenz, der Großherzog. Jetzt reicht es mir aber endgültig. So hattest du es mir in meiner ganzen Laufbahn noch nicht. Warte, Basti. Dieser Bart, seid ihr es wirklich, Onkel Zit? Ja, ich bin der Zit Fabel, Zip. Als ich hörte, dass du eine Kette bei dir hast, die unsere Drachenkralle zu verwechseln ähnlich, da wusste ich, dass du es bist, Zip. Unser Wiedersehen nach langem erfreut mich zutiefst. Doch bitte ich, meine jämmerliche Erscheinung zu entschuldigen, Zip. Bitte lass mich die Dinge erklären. Vor etwa einem halben Jahr drang ein Unbekannter in das Schloss ein und überraschte seine Exzellenz im Schlaf. Als sie zu Hilfe eilten, da war es schon zu spät. Seine Exzellenz wurde in diese Erscheinung verwandelt, um seine ehrenwerte Gemahlin, die Großherzogin Hilda, wurde verschleppt. Wie furchtbar! Respekt, um sich unbemerkt hier in das Schloss reinzuschleichen, da braucht es schon jemanden, der etwa meine Fähigkeiten besitzt. War es letzten Endes vielleicht sogar jemand aus deiner elenden Bande? Wollen wir mal gucken. Nein, Tante, das hat damit nichts zu tun, Zirp. Du weißt über uns Bescheid? Es wäre doch etwas beunruhigend, wenn ich als Herzog eines Landes nicht einmal über solche Dinge Bescheid wüsste, oder, Zirp? Onkel Zit, ich bin heute zu euch gekommen, weil ich euch bezüglich meiner Mutter um etwas bitten möchte, Zirp. Ja, das dachte ich mir schon, Zirp. Aber für heute wollen wir es erst einmal gut sein lassen. Ihr seid sicherlich sehr erschöpft von dem Strapazen der Reise, Zirp. Wir können am Morgen alles in Ruhe besprechen, Zirp. Wenn ihr wünscht, wie ihr wünscht, dann ziehen wir uns erstmal zurück. Hier entlang, bitte, die Tafel ist bereits gerichtet. Ich habe Hunger. Wo bin ich? Dieser Gourmet-Fraß im Schloss, das ist einfach nicht zu meinem Gaumen. Ich weiß gar nicht, was dadurch in diesem Zeug bloß findet. Ich brauche jedenfalls was Zünftiges und das gibt's genau hier. Die Spezialität des Tages ist Karpfenkröten-Schenkelsuppe. Das ist doch was. Ich glaube eher weniger. Ich möchte wieder ein Schloss, bitte! Hallo? Hey Wirt, gib mir mal eine Kelle von der Tagessuppe. Hoffe, die ist heute nicht so dünn wie sonst. Wer wagt es, mir meine Suppe zu lästern? Ach, du bist Prim. Hast dich ja schon länger nicht mehr blicken lassen. Alles klar bei dir? Aber immer noch. Und selbst so? Geht schon so. Also einmal Karpfenkrötchen, irgendwas. Kommt sofort. Verzeiht, aber ihr steht mir hier etwas im Weg. Aber hallo. Sag mal. Mal. Ja, wollt ihr etwas bestellen? Nein, aber wann machen wir denn mal einen Rundflug oder so? Ein Rundflug? Ja, mit einem Luftschiff, noch nie gemacht. Also ich sag dir, Lindblumen aus der Luft, traumhaft. Freund Artikel, pass auf, wo du mit deinem Schwanz hinwedelst. Du belästigst damit die anderen Gäste. Wie war das? Dann guck dich doch mal an, dass ihr selber ein Recht verfilzt doch dazu. Verfilzt ist ja wohl nur deiner, du lausiger kleiner Affenjunge. Ey, Prim, kein Streit in meiner Schenke. Okay. Lange nicht mehr gesehen, Prim? Oh, ich glaub's ja nicht. Wie war dein Name gleich nochmal? Willst du sagen, du hast mich vergessen? Warte, ich hab's gleich. Xenia? Nicht wirklich. Christine vielleicht? Nein. Halt, jetzt hab ich's. Du hast doch früher gleich neben uns gewohnt. Wir nannten dich alle Mausi, weißt du noch? Mensch, bist du aber groß geworden. Du warst doch schon mal origineller Prim. Mach einen Spaß. Den Namen meiner Feindnamen vergesse ich doch nie. Wer ist freier? Oh Gott, nicht auf Enter drücken. Wer ist freier? Wer ist freier? Saroni. Nee, Saroni ist hier die Kleine. Die, ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Eike oder irgendwas. Die ist wieder Saroni. Ich bin schon vergeben. Wer könnte freier sein? Wer da? Mist. Ey, Kaido, willst du ein freier sein?
Kaito der Freier noch. Noch Kaito. Ich kann den Charakter auch gerne männlich behandeln. Habe ich gar kein Problem mit. Wer gibt's denn noch, den wir so nennen können? Also, wer könnte Freier sein? Also, ich meine, du bist ein Bomizianer. Du bist eine Linkshänderin. Behandle es gut. Warte, ich habe eine Idee. Ja? Hey, Linkshänder ist das Beste. Alter 21. Lubi, Lubi! Lubi wäre ich dabei, glaube ich. Dann habe ich aber noch einen anderen für dich, Kaito. Es gibt noch einen, der wirklich... der wird dir aber nicht gefallen, glaube ich. Ja. Ich muss mal überlegen. Ich habe zwei Charaktere noch im Kopf. Einer fehlt noch, glaube ich. Machen wir Lubi. Keine Angst. Es geht noch. Dann dort neu.